Willkommen zurück hier bei Let's Play Knock Knock. Wie ihr seht, ist die Energieleiste da oben. Ich habe ständig Albträume, derselbe Traum, Nacht für Nacht. Ein Traum, in dem ich jemanden oder etwas verloren habe. Ich vergesse den Traum, sobald ich aufwache. Jedes Mal, Gott sei Dank. Ja, wie ihr seht, ist die Leiste da oben etwas geschrumpft. Und ich hoffe sehr, dass ich es doch noch schaffen werde, das Spiel hier durchzuspielen. Dies ist verstörtes Träumen. Du stirbst, aber die im Wald wollen, dass du lebst. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir schaffen es, das durchzuspielen, denn es ist wohl tatsächlich so, wenn die Leiste ganz weg ist, dann bin ich Game Over, sofern ich es dann noch nicht bis ganz zum Ende des Spiels geschafft habe. Und das wäre natürlich super schade. Ah, da fällt mir ein. Da unten ist das weinende Mädchen. Das hatten wir in der letzten Folge gesehen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, da hinzugehen, aber ich möchte es wenigstens ausprobieren. Da bin ich natürlich total interessiert, was dann passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr das ähnlich seht. Wo ist sie jetzt? Nee, sie ist im Raum da unten. Okay. Ah, da ist nochmal eine Uhr. Ja, nee, da muss ich mich hier hinstellen. So funktioniert das auch. Ach, die Arme. Das tut mir echt so leid. So, ist hier zufällig direkt... Was? Was ist jetzt los? Warum wieder so viel... So viele Uhren. Sollte ich da unten hingehen? Ich gehe da hin. Wir wollen das alle sehen. Okay, sie ist weg. Und wo liegt es begraben? Irgendwo in der Nähe. Als ich nach Hause kam, lag auf dem Bett nur Dreck. Und auch Blätter, auf seltsame Weise angeordnet. Aha. Gut, es hat wieder geklopft. Oben hat mal wieder der Blitz eingeschlagen. Sagt man eigentlich, hat der Blitz eingeschlagen oder... Oder sagt man, ist der Blitz eingeschlagen? Wie auch immer, die Nacht ist ja gleich rum. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz... doof anstelle! Hilfe! Wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, dann schaffen wir das. Oh nein, jetzt ist natürlich... Ja, klar. Klar, der Geist hat die Zeit wieder zurückgedreht. Ach Mensch, wäre ich mal in die andere Richtung gegangen. Was war das? Was war das? Hier kommen jetzt noch viel mehr Geräusche, die mir nicht gefallen. Oh, das ärgert mich. Das ärgert mich total. Ich hätte einfach nur in eine andere Richtung gehen müssen. Dann hätte ich das vermutlich geschafft. Muss das Offensichtliche zugeben. Er weiß aber nicht wie. Es ist ihm über. Und da steht jetzt plötzlich ein Grammophon. Oh Gott, ey, ich zuck hier total zusammen gerade. Schlimm. Weil ich mich jetzt vorhin bei dem Geist so sehr erschreckt habe. Hör auf zu klopfen. Hör auf. Ich will das nicht mehr. Aber wir sind bald durch bei dem Spiel. Don't do this. Na komm, eine Uhr, bitte. Oh, ich höre wieder... Irgendwo entstehen wieder Fußspuren da oben. So, Licht an. Na komm, passiert hier was? Ich möchte da gar nicht hingehen. Oh, ich bin ausgerechnet hier. Schnell das Licht an. Komm schon, bitte, eine Uhr? Keine Uhr? Ich
glaube... Oh, der Ball! Oh nein! Fühlt sich an, als sei ich auf etwas Lebendiges getreten. Oh nein! Ist der jetzt weg? Meine Lebensenergie. Komm schon, eine Uhr, bitte, kein Bett. Was ist... Ah, das ist dieser Raum, okay. Wir haben es bald geschafft. Wenn jetzt kein Geist mehr kommt und eventuell noch eine Uhr... Jawohl, warte, hier hinstellen. So. Waldabfall, Blätter, Erde, Knochen. Ich habe Angst, nach oben zu gehen. Hier kommt wahrscheinlich nur wieder der Nachttopf, oder? Ja, was auch immer der hier bewirkt. Oh oh. Ja, das ist ja schön. Ich möchte nur logischerweise jetzt nicht unbedingt durch die dunklen Räume. Ich warte jetzt hier einfach auf den Morgen. Ich meine, es ist gleich soweit. Gleich geht die Sonne auf. Und der Geist, wer auch immer das jetzt ist, irgendein Unsichtbarer, stapft ein Stockwerk unter uns entlang. Come back home. Und die Sonne geht auf. Gott sei Dank, damit hätten wir, glaube ich, die letzte Nacht geschafft, oder? Lass uns nun ein Haus auf der Kante spielen. Decke den Tisch wie für ein Totengedächtnis, benutze aber Papierbögen statt Geschirr. Schließe die Augen und zeichne Kreise auf alle Papiere. Wiederhole in deinem Kopf in verschiedenen Stimmen rund, rund, während du dir vorstellst, wie groß die Kreise sind. Früher oder später wirst du eine Stimme hören, so klar, als erklinge sie in deinem Kopf. Quadrat oder nein, nicht rund. Dann verlasse den Raum und schließe die Tür hinter dir. Der letzte Tag. Es ist der letzte Tag, Leute. Glaube ich. Aber das heißt auch, dass das Monster uns hier wahrscheinlich gefährlich nah ist, ne? Ganz vorsichtig rauszoomen. Oh ja, guckt euch das mal an. Wow. Wow. Okay, ich möchte ganz schnell wieder ins Haus. Liebes Monster, ich möchte dich nicht anschauen. Okay. Gut. Wir brauchen die Uhr. Jetzt läuft zum Glück die Zeit nicht. Also die Energie. Hilf mir! Hier ist es auch nicht. Okay. Das ist kein Traum. In Wirklichkeit ist dies dein richtiges Zuhause. Okay. Oh, es klopft. Das ist ein gutes Zeichen. Dann sehen wir gleich hoffentlich die Uhr. Oder, oh Gott, ey. Ich kriege immer Angst, wenn ich hier rauszoome. Ah, sie ist da oben. Okay. Oh Gott, die Geräusche hier werden immer schlimmer. Ich gehe einfach durch zur Uhr. Es kann mir nichts passieren. Hoffe ich. Er verlor mich, als ich noch sehr klein war, und dann verlor er den Verstand. Er konnte mich nicht mehr sehen. Wer? Geht es irgendwie um... Ja, ich weiß nicht, sein anderes Ich, oder meint er jetzt seinen Vater, weil anscheinend hat er ja auch hier gelebt. Da bin ich mir gerade noch nicht sicher. Vielleicht sollte ich den Eingang nochmal überprüfen, nur um sicherzustellen, dass er fest verschlossen ist. Er ist auf keinen Fall fest verschlossen. Wenn die Messungen nicht lügen, dann sind das keine Halluzinationen. Die Fußabdrücke sind echt und es sind nicht meine. Aber wer weiß, diese Ausrüstung ist immerhin völlig veraltet. Die Haustür ist ganz sicher nicht versperrt, mein Lieber.
und wir müssen tatsächlich raus in den Wald, wo das Monster uns so nah ist. Und ich hoffe, ich erreiche jetzt ganz schnell das Haus. Hier ist es schon. Sag bloß, ich hab's jetzt geschafft. Nein, es kommt... Oh, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Nicht noch eine Nacht. Das schaffe ich doch niemals. Und war diese Tür schon immer hier? Ich glaube nicht, ne? Das wird nichts mit dem Ende des Spiels. Mist, ich hatte wirklich gehofft, dass das jetzt der letzte Weg ist, den wir gehen müssen. Das ist schade. Wir schaffen das nur, wenn wir jetzt ganz viele Uhren bekommen. Was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube, dass sich jetzt in jedem Raum eine Uhr befindet. Aber schön wär's. Und? Und? Nein, gar nichts? Okay. Der kleine Igor wird diese Nacht nicht überleben. Es gab übrigens noch viele andere Namensvorschläge, die ich auch sehr lustig fand. Und dann, als ich die gelesen habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen ich am besten fand. Da waren so einige, aber dann fand ich Igor gar nicht mehr so toll. Weil eure Vorschläge nämlich viel besser waren als mein Vorschlag. Natürlich. Natürlich. Jetzt, wo ich gerade schon hier unten war. Auge. Weg hier. So, jetzt hier nochmal schnell das Licht an. Oh, das hört sich an, als wäre irgendwo eine Tür auf. So, dass die Geräusche des Waldes hier irgendwie noch lauter reinkommen als sonst. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Weil ich hier gerade selbst total Schiss bekomme, was gleich passieren könnte. Wir haben schon lange keinen Kistentyp mehr gesehen. Sie sind wirklich, aber nicht ihre Erscheinung. Du siehst sie in dieser Form, weil du Somdent bist. Okay. So, hier nochmal. Nee, ich wollte sagen, wir haben lange keinen Kistentypen mehr gesehen. Und auch die Frau. Mit dem Bein, nicht? So, jetzt noch eine Uhr, das wäre super. Nein, leider nicht. Okay. Hier wird jetzt wieder das Auge auftauchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jawohl, und wir machen das Licht an. Wir machen das... der Doppelgänger! Habt ihr den gesehen? Der war in mir drin. Habt ihr den Doppelgänger gesehen? Der war in mir drin. Da hatte ich jetzt ein bisschen Angst. Ach du Scheiße. Und ich glaube, ich bin gleich tot. Hilfe? Na, eine Uhr ist schön und gut, aber jetzt bringt die mir nichts mehr. Ich bin jetzt hier sowas von tot. Ich hoffe jetzt nicht, dass es eine von den Türen ist, wo ich in den Korridor komme. Nein. Nein, 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 nein. Blöder Geist, blöder Geist. Hier ist wieder das Auge. Wow, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Just when you thought about it, it came.
Da sind zwei von den Waldtypen und der Geist. Schnell, Kleiner, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Go, 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 go. Go, 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 go. Mach schon runter. Hui. Oh Gott. Was passiert hier? Wo soll ich hin? Der Geist bleibt da oben. Und seht ihr, ich wollte da oben anhalten, jetzt ist die Energieleiste komplett weg. Und es passiert nichts. Warum passiert nichts? Warum passiert nichts? Mann, ich erschrecke mich jetzt an jeder Ecke hier zu Tode. Das kann doch nicht wahr sein. Warum passiert nichts? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Doofer Geist, doofer Geist. Ganz blöd bist du. Wie, what is your name? Mein Name ist Igor. Ich bin sehr... Finally, I'm back. Was? Das ist unser... Das ist unser Doppelgänger und der ist verflucht schnell. Halluzinationen, sie rühren vom Schlafmangel. Ich komme wegen meiner nächtlichen Runden nicht genug zum Schlafen. Ja, lauf, 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 lauf. Kann ich überhaupt noch irgendwo hin? Gefahrenlos? Und warum bin ich nicht tot? Ich warte jetzt einfach hier, glaube ich. What is your name? Igor, habe ich doch schon mal gesagt. Du gruselige Stimme aus dem Nichts. Könnt ihr jetzt bitte vielleicht die Sonne aufgehen? You thought about it, and now it is inside. Wow, oh, da ist ein... Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Vielleicht war es nur ein Hinweis. Das Unsichtbare versuchte mir zu erklären, wo es zu finden sei. Vielleicht hätte ich diese süßen kleinen Blätter retten sollen oder mich ihrer wenigstens erinnern. Aber damals wollte ich einfach nicht darüber nachdenken. Aha. I want to see you. Where are you? Und schon... nein, 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 nein. Blöder, kleiner Doppelgänger. Ich glaube, ich habe dich ausgetrickst. Ich bleibe jetzt nur noch hier stehen. Da unten ist der Blättertyp. Ach, der Kistentyp. Und irgendwo da treibt sich auch der Doppelgänger rum. Ich weiß, dass es doof ist, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, aber ich will halt nicht so viel aufs Spiel setzen und ich möchte es ja gerne durchspielen und wissen, was danach dieser Nacht hier passiert. Läuft die Zeit überhaupt weiter? Oh, der Doppelgänger ist unter uns gerade. Und macht dort irgendwas? Okay, weiter. Komm nicht nach oben. Okay, er geht runter. Dann mache ich hier mal ganz schnell wieder das Licht an. Ich sehe hoffentlich... schnell genug, wenn hier irgendwas auf mich zukommt. Ah, eine Uhr. Sehr gut. Und direkt wieder nach oben. Da sind wir vorerst in Sicherheit. Und die Sonne geht wieder auf. Oh, was passiert wohl jetzt? Wir spielen Umsiedlung. Es ist ein Wünsch-dir-was-Spiel. Es geht so. Wenn es einer geschafft hat, eine Stunde vor Sonnenaufgang aufzuwachen, dann sollte diese Person sich in seinen Gedanken zum Lebendigen erklären. Bei Sonnenaufgang sollte der Lebendige vor der verschlossenen Tür stehen und laut sagen, die Stunde ist gekommen. Es ist Zeit, mich zum Gehen bereit zu machen. Wenn die Tür verschlossen bleibt, hat er gewonnen. Wenn nicht, ist diese Person nicht länger der Lebendige. Aha. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch einmal in den Wald, was wir nicht schaffen werden, denn wir haben keine Energie mehr. Und ich zoome gleich vorsichtig raus, um zu sehen, dass das Monster hier ist. Mhm.
Ich mag das nicht anschauen. Ich finde das echt gruselig. Ich konzentriere mich gerade unten auf den schwarzen, auf das Gras, weil ich das Monster echt übel finde. Man das so lange anstarren muss. Tja, wo ist... Vorsichtig rauszoomen. Hier, put. Komm heraus. Nein, es soll keiner herauskommen. Wo zum Teufel ist die Uhr? Da hinten, okay. Gut. Was? Genau hier hat es geschlafen. Genau, normalerweise. Was hat hier geschlafen? Und was zur Hölle erwartet uns im Wald? Ganz sachte. Oh Gott, ich habe Angst. Hier, es geschah hier, in diesem Wald. Genau diesem Haus. Waldhaus. Ich habe Angst. So schnell jetzt. Ganz schnell raus. Das Monster wird uns sowas von packen, wenn wir draußen sind. Ich werde heute Nacht so davon träumen. So, schnell runter. Oh Gott, was ist denn das für ein Geräusch? Game over. Tja, ich habe es wohl nicht geschafft. Ich werde jetzt gleich interessehalber, wobei das kann ich auch jetzt machen. Ich klicke mal auf Weiter und gucke, von wo wir dann starten würden, rein theoretisch. Ach so, wir starten wahrscheinlich ja bei dieser Nacht hier, bei der letzten. Ja, das Monster ist ganz oben, ganz weit vorne. Ja, das bringt uns nichts, denn wir haben keine Energie mehr. Gut. Es war auf jeden Fall ein... Ja, put, komm heraus. Okay, es war sehr cool. Ich muss mal gerade gucken. Man kann hier auch keine Credits oder so jetzt durchlaufen lassen. Schade. Ja, ich bin Game Over. Ich fand, es war ein sehr cooles Spiel, wenn auch irgendwie undurchsichtig. Man weiß nicht so wirklich, was man machen muss. Und ich glaube, wenn man das jetzt einmal gespielt hat und so ein bisschen weiß, was Sache ist, dann ist das Ganze auch um einiges einfacher. Und privat werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen, die beiden Enden zu bekommen, besonders das gute Ende. Falls ich daran denke, also ich werde das nicht alles komplett nochmal spielen, also ich werde kein neues Let's Play dazu machen. Falls ich daran denke, dann werde ich das gute Ende aber dann aufnehmen, wenn ich es bekomme und das so als kleines Special, ja, noch hochladen. Ich kann es aber nicht versprechen, also verlasst euch da jetzt nicht drauf. Vielleicht werde ich das tun. Gut, auf jeden Fall vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Es war jetzt kein ultimatives Horrorspiel, aber schon sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Ja, schade, aber nun gut, weiß man halt leider nicht vorher. Ich mache jetzt nochmal das Licht an, weil es so schön ist, damit wir hier nicht im Dunkeln stehen. Und ich verabschiede mich und werde heute Nacht ganz bestimmt von dem Monster träumen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.